Also ich freue mich auf eine bunte Stunde. Die Idee ist tatsächlich auch so, dass ich ja davon ausgehe, dass hier mit Sicherheit auch einige Menschen da sind, die sich mit einigen Dingen schon beschäftigt haben. Ich hoffe, dass für jeden hier aus diesem bunten Blumenstrauß der deklusiven Sprachförderung das ein oder andere dabei ist und jeder vielleicht eine Kleinigkeit auch mit nach Hause nehmen kann. Bevor wir mit diesen ganzen bunten Ideen starten, habe ich immer so einen kleinen Start hier. Was ist denn eigentlich Inklusion und mit welcher Idee starte ich hier? Das halte ich wirklich ganz kurz versprochen. Ich sage es trotzdem immer zu Beginn, weil es mir sehr wichtig ist, denn das Thema Deklusion enthält natürlich auch Inklusion. Und das bedeutet letztendlich, wenn wir da mal ganz genau drauf schauen, dass wir unseren Unterricht an die Voraussetzungen, an die Lernbedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler anpassen und das natürlich auch in Bezug auf die Sprache. Also jeder Unterricht sollte dementsprechend auch eine sprachsensible Unterrichtsplanung zugrunde liegen und das sind Dinge, die wir vorab berücksichtigen können. Da können digitale Medien einen großen Anteil dran haben, was aber nicht bedeutet, auch wenn es heute vielleicht so aussieht, dass wir den gesamten Unterricht digitalisieren. Im Gegenteil, gerade in der Sprache ist es natürlich unglaublich wichtig, auch haptische Erfahrungen zu machen und so weiter. Also nur weil das hier heute im Fokus steht, heißt es nicht, dass ein Unterricht zu 100% jetzt in digitaler Form umgesetzt werden soll. Also Inklusion als Einschlussprinzip bedeutet automatisch auch, ich gehe von dem weit gefassten Inklusionsbegriff aus. Das heißt, ich möchte mich heute nicht nur auf Schülerinnen und Schüler beziehen, die einen ausgewiesenen Förderbedarf haben, sondern es geht darum, allen Schülerinnen und Schülern zu begegnen. Dementsprechend würde hier zum Beispiel auch der Bereich Deutsch als Zweitsprache drunter fallen oder alle Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in der Sprache sich ein Stückchen weiterentwickeln wollen oder vielleicht auch eine bestimmte Beeinträchtigung haben. Da würde ich mich gar nicht darauf festlegen, eher kompetenzorientiert zu gucken, da steht der Schüler oder die Schülerin und hier gehen wir ein, zwei, drei, vier Schritte weiter. Das wäre meine Idee dahinter. Rechts sehen wir nochmal im Teilbereich der Integration. Also dieses Wort Inklusionskinder, das entspricht wohl eher dem Wort der Integrationskinder, denn bei der Inklusion geht es eben nicht mehr darum, die Schülerinnen und Schüler nach Merkmalen einzuteilen. Hoppala, da war ich ein zu schnell. Das Wort Deklusion ist jetzt ja schon ein paar Mal gefallen. Das ist ein Neologismus, also ein Begriff, den ich sowohl in Forschung als auch in der Praxis eben entwickelt habe und zusammengebracht habe. Da gibt es auch umfangreichere Modelle noch zusätzlich. Die werden wir uns heute nicht im Detail angucken. Ich will aber zumindest einmal aufklären, was denn Deklusion heißt. Das ist eine Kombination aus digitalen Medien und Inklusion. Bedeutet, dass es Chancen gibt, mit digitalen Medien Inklusion in Schule besser umzusetzen, als es vielleicht bisher der Fall ist. Und diese Chancen, die da sind, in Bezug auf die digitalen Medien, sollen heute eben in Bezug auf die Sprachförderung beleuchtet werden. Dennoch habe ich mich hier bewusst entschieden, nicht das Wort Digitalisierung bei der Deklusion zu nennen, sondern wirklich bewusst digitale Medien, weil ich hier eben nicht nur die, ja, wie soll ich sagen, also die Form von Digitalisierung von Prozessen innerhalb von Schule umsetzen möchte. Also es geht nicht nur um das Thema Ausstattung beispielsweise oder dass bestimmte Dinge, die vorher analog waren, jetzt digital stattfinden, sondern es geht eben auch um diese Idee, dass wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben und eine Kultur der Digitalität umsetzen wollen innerhalb unserer Schule und deshalb eben die Wahl der digitalen Medien. Also die Inklusion als ein Konzept, aus meiner Perspektive heraus ein ganz positives Konzept. Wir haben sehr, sehr viele exkludierende Faktoren von digitalen Medien erlebt, während der Pandemiezeit zum Beispiel auch während des Distanzunterrichts haben wir gesehen, wie viele Schülerinnen und Schüler kategorisch ausgeschlossen worden sind. Eben auch Schülerinnen und Schüler, die gerade im Bereich Sprache vielleicht auch Schwierigkeiten hatten, auf Texte zurückzugreifen, die ihnen vorgelegt worden sind. Ohne Unterstützung im Klassenraum hatten sie kaum Schwierigkeiten, Dinge zu greifen. Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten hatten beim selbstregulierten Lernen und so weiter.
Und mit der Inklusion möchte ich aber eben nicht genau diese Faktoren nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern vor allem sagen, was können wir denn jetzt als Pädagoginnen und Pädagogen eigentlich machen, um wirklich guten digital inklusiven Unterricht, in diesem Fall jetzt in Bezug auf Sprache, umsetzen zu können. Ich habe mich heute auf die Grundschule fokussiert. Daher sind die Beispiele, die ich hier benennen werde, aus dem Grundschulbereich. Falls jetzt doch jemand dabei ist, der nicht in der Grundschule eingesetzt ist, sondern eher in der weiterführenden Schule, da sind ein paar Dinge, die man sehr, sehr gut übertragen kann, auch auf andere Bereiche. Also da wird auch ein bisschen was dabei sein. Der erste Part eher nicht so. Die ersten 3, 4, 5 Folien sind da vielleicht nicht ganz so passend. Noch eine kleine Ergänzung. Ich werde diese Präsentation, die hier jetzt gezeigt wird, im Nachgang auf meiner Webseite zur Verfügung stellen, www.leaschulz.com. Dort wird man sie direkt auf der ersten Seite finden zum Download. Von daher müsst ihr jetzt nicht unbedingt alles mitschreiben. Da sind auch die Tools nochmal zusammengefasst. Und ansonsten kann man mich auch sehr gerne kontaktieren. Wer bei Twitter ist, findet mich unter @leschi3000. Eschi und dann 3000. Auch da kann man mich erreichen. Jetzt aber zur Sprachförderung. Ich hatte es gerade schon so ein bisschen angeteasert, diese Kombination digitale Medien und Sprachförderung. Denn wenn wir genau drauf schauen, ist der erste Eindruck ja, dass man sagt, digitale Medien und Sprachförderung passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Denn wir sehen viele, viele Schülerinnen und Schüler vor digitalen Medien sitzen, ohne jegliche Form von Interaktion. Also eine Form von Beschallung, die da stattfindet, also durch verschiedenste Apps, gerade durch auch verschiedene Serien, Netflix und Co. Also das sind alles beeinflussende Faktoren, die natürlich auch sich über die Zeit, jetzt über die vielen Jahre auch erhöht haben. Immer mehr Schülerinnen und Schüler gucken auch immer mehr verschiedene Serien und eben diese Form von Beschallung. Das ist so der erste Eindruck. Aber wenn man genau hinguckt, sehen wir noch viel mehr. Wir sehen, dass wir eine Verbindung schaffen können zwischen dieser realen Welt und der digitalen Welt. Wir sehen, dass Schülerinnen und Schüler eine hohe Motivation mitbringen, aus ihrer ja jetzt schon digitalisierten Gesellschaft zu schöpfen und das zu nutzen, was sie aus ihrem Alltag heraus schon kennen. Kleine Videos machen oder Fotos aufnehmen oder eben auch kleine Filme gucken und so weiter. Das sind Dinge, die sie ja aus ihrem Alltag kennen. Je älter sie sind, umso mehr bewegen sie sich natürlich auch in sozialen Netzwerken und so weiter. In der Grundschule ist das an vielen Stellen ja noch nicht so weit ausgeprägt. An einigen schon, es kommt drauf an. Also gerade YouTube ist ja auch schon ja, unglaublich verbreitet. Also wir haben diesen Bereich der Motivation. Ein weiterer Vorteil, den wir bei digitalen Medien eben auch deutlich sehen, wir haben neben Sprache noch weitere verbindende Möglichkeiten. Wir haben Töne, wir haben Geräusche, wir haben Symbole, wir haben Bilder, manchmal auch bewegte Bilder. Wir können eine ganze Menge Sprach- und Sprechanlässe schaffen. Das wird auch gleich das erste Thema sein. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Wir haben einen sehr großen Anteil von Kreativität. Ich arbeite unglaublich gerne mit mobilen Endgeräten. Also mit iPads beispielsweise. Das geht natürlich auch mit kleineren Geräten, aber gerade bei iPads sehe ich diesen Faktor in der Grundschule, dieses interaktive Miteinander austauschen, in Kleingruppen zu arbeiten, gemeinsam etwas schaffen und kreativ zu werden. Das ist ein sehr hoher Faktor. Dann haben wir den Bereich der Förderung der Medienbildung, der natürlich durch die Nutzung digitaler Medien stattfindet. Darf ich eigentlich von dem da hinten ein Foto machen, ohne ihn vorher zu fragen? Das sind alles Dinge, die man während dieses Arbeitsprozesses in Schule, automatisch mit berücksichtigt. Es geht aber auch darum, Medienerlebnisse zu verarbeiten. Wir sehen immer mehr Schülerinnen und Schüler, die auch beeinträchtigt sind durch eine vielleicht auch falsche Nutzung von digitalen Medien, ein sehr offener Zugang, gerade in der Grundschule. Ich habe ein Beispiel aus einer ersten Klasse damals, ein Junge, der relativ frisch eingeschult war und den wir einfach unter dem Tisch nicht herausbekamen. Der blieb unterm Tisch sitzen und war nun der festen Überzeugung, dass die Zombies kommen. Und das sind einfach Dinge, die die Schülerinnen und Schüler aus ihren Medienerfahrungen mitbringen,
Der hatte, ich kenne den Film selber nicht, der hat einen Film gesehen, wo die Zombies die Schule einnehmen, und nun war er frisch eingeschult und dachte nun, die müssten ja jetzt hier irgendwann auftauchen. Und das sind natürlich auch Dinge, die verarbeitet werden müssen. Und Verarbeitung findet nicht statt, indem man diese Medien ausschließt und sagt, so, das ist nichts für dich und das darfst du nicht gucken und da hat hier auch keinen Raum und bitte spiel hier nicht Zombie. Das wollen wir hier nicht in unserer Schule, sondern im Gegenteil, es ist notwendig, dass diese Schülerinnen und Schüler, die diese Erfahrungen sammeln in ihrem Alltag, auch die Möglichkeit haben, das zu versprachlichen. Denn diese Sprache und dieser Umgang damit findet natürlich auch die Öffnung der Schülerinnen und Schüler. Selbstverständlich wäre hier ja auch angebracht, mit den Eltern in Kontakt zu treten. In diesem Fall hat das natürlich auch stattgefunden. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Mir ist wichtig, eben über Sprache auch Medienerlebnisse zu verarbeiten. Förderung der Erzählkompetenz ist so ein weiterer Aspekt, den man hier aufnehmen kann. Gerade auch sehr schön mit verschiedenen digitalen Bilderbüchern umsetzbar. Förderung des Lesens oder auch des Vorlesens, also der ganze Bereich der Literacy-Erfahrung, der manchmal eben auch durch digitale Endgeräte zu einer höheren Motivation führen kann, gerade bei Schülerinnen und Schülern, die es von zu Hause nicht gewohnt sind, ins Bücherregal zu greifen, mal eben so ein Buch rauszuholen und da durchzublättern, sondern die einfach ja, vielleicht erstmal rangeführt werden müssen und sich auch erfreuen über ein digitales Buch, das vielleicht ein bisschen Animation enthält, aber sie eben tendenziell an diese Erzählung und Erzählform heranführen kann. Es geht auch darum, eigene Stimme und auch Sprache zu reflektieren. Hier sind wir so im Bereich Phonetik, Phonologie, also zum Beispiel die Aussprache, aber auch im Bereich Kommunikation, Pragmatik. Wie wirke ich eigentlich auf andere, wenn ich spreche oder jemanden anspreche oder ähnliches? Auch das sind Dinge, die man natürlich sehr gut nutzen kann, indem man sich selbst filmt oder indem man jemand anderen filmt und danach reflektiert. Wie hat das gewirkt? Wie macht man das? Wir haben viele Beispiele gesehen, zum Beispiel aus dem Bereich selektiven Mutismus, dass auch Schülerinnen und Schüler, die in der Schule ja kaum sprechen oder nur mit bestimmten Ansprechpartnern oder Partnerinnen sprechen, sich dann trauen, über dieses Medium hinweg, das ja ein bisschen analoger ist, sage ich mal, nicht analoger, ein bisschen anonymer, das wollte ich sagen, ist, dass sie sich dann eben doch trauen, einen Beitrag zum Unterricht zu leisten. Und natürlich können wir damit auch die kommunikativen Kompetenzen fördern. Alles immer abhängig von der Art und Weise, wie ich meinen Unterricht konzipiere. Und ein paar Bereiche habe ich heute mitgebracht, ein paar Ideen. Wir werden jetzt mal mit dem Bereich Sprechanlässe für die allgemeine Sprachförderung starten. Da gibt es mittlerweile schon eine ganze Menge Dinge, die man gut umsetzen kann. Ich bin selbst ein totaler Fan von diesen Wimmelbilderbüchern. Und zwar nicht nur in digitaler Form, sondern auch in analoger Form finde ich die ganz großartig, denn ich nutze sie gerade eben in der Fachrichtung Sprache zum Beispiel auch für Diagnostik oder um einfach mal zu gucken, was erzählen die Schülerinnen und Schüler zu diesen bestimmten Teilbereichen. Und da sind gerade digitale Wimmelbücher auch unglaublich anregend. Ich habe ein paar Beispiele dabei. Ich selber nutze sehr gerne, das sieht man jetzt hier auch gleich auf der ersten Seite, die Apps von Wunderkind. Das ist keine Schleichwerbung, denn ich bekomme dafür nichts. Aber ich habe einfach damit ganz gute Erfahrungen gesammelt und finde die ganz großartig. Eine habe ich hier, glaube ich, auch schon geöffnet. Ich glaube, das war die Feuerwehr-App, wenn ich mich recht entsinne. Genau, die ist jetzt hier schon offen. Das ist übrigens auch ganz witzig, die verändert immer ihr Aussehen je nach Jahreszeit. Jetzt haben wir Winter, deshalb fällt hier Schnee in der App. Das ist im Sommer nicht der Fall. Ist natürlich auch ein Anlass, auch mit den Schülerinnen und Schülern darüber ins Gespräch zu kommen. Man sieht schon, also es gibt so ein bisschen Bewegung in dieser App. Wir sehen aber eben auch, wenn wir jetzt mal den Bereich Feuerwehr auswählen, dass diese Bewegung, ich tippe jetzt hier gerade gar nichts, also alles, was sich jetzt bewegt, bewegt sich quasi von alleine. Da oben der Weihnachtsmann, der mal eben vorbeifliegt. Das ist sehr anregend für die Schülerinnen und Schüler, das zu berichten, zu erzählen, untereinander, sich gegenseitig zu erzählen. Und was ich immer sehr wichtig finde, gerade wenn es um Sprechanlässe geht, man braucht einen Partner, also einen Interaktionspartner. Logischerweise, wenn ich die Schülerinnen und Schüler alleine vor dieses Gerät setze, dann wird da keine Sprache
nachher entstehen. So ist es also viel besser zu sagen, man nimmt sich vielleicht eine Kleingruppe zusammen oder auch im Morgenkreis kann man das nutzen, gerade wenn das Thema vielleicht gerade aktuell ist oder mit einzelnen Schülerinnen und Schülern in diagnostischen Situationen ist das nutzbar. Was ich eben auch sehr gerne mache, gerade bei diesen Wimmelbuch-Apps, wie gesagt, das sind sehr viele aus den verschiedensten Themenbereichen, ist, dass ich die Schülerinnen und Schüler auch antizipieren lasse, was könnte passieren, wenn ich irgendwo rauf tippe. Denn die sind so organisiert, dass hier auch Dinge passieren. Also wenn ich zum Beispiel hier auf die Q tippe, da tippe ich jetzt aktiv wirklich mit dem Finger drauf. Das sieht man jetzt ja hier in der Interaktion gerade nicht. Also ich tippe hier drauf. Oh nein, was ist passiert? Die Q. Oh, fährt Schlittschuh. Oh nein, und bricht ins Eis ein. Also hier ist wirklich jetzt was Blödes passiert. Das ist immer ein schöner Anlass, gerade wenn wirklich was Blödes passiert ist, auch darüber zu sprechen. Also fährt hier sofort die Feuerwehr los. Auch diese wird nur aktiviert, wenn ich da drauf tippe. Auch hier kann ich eben verschiedene Prozesse anregen. Also ich kann auch gucken, ob ich zum Beispiel im Bereich irgendwie Dativ, Akkusativ bestimmte Sätze immer wieder nutze oder dass ich vielleicht auch sowas wie Verb-Zweitstellung mit den Schülerinnen und Schülern hier übe. Also ich kann durchaus ja auch feste Zielstrukturen hier ja üben und festlegen. Fragen kann man hier stellen. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Ich sehe was, was du nicht siehst, wenn man im Bereich Wortschatz unterwegs ist. Also sehr vielfältig im Einsatz. Hier wird gerade die Frage gestellt, ob die App was kostet. Ah, Wenn ja, vielen ja, Dank für was? die. Ja, super. Vielen Dank für die Frage. Ja, die sind leider nicht kostenfrei. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Wimmelbücher, die man kostenfrei erhält, nicht von der Firma. Die sind aber auch wirklich nicht so schön wie diese hier. Ich habe die, glaube ich, im Bundle gekauft. Das heißt, man kauft da immer mehrere auf einmal. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Ich glaube, die kosten aktuell irgendwie 3,40 € oder sowas pro Stück. Wenn man das über die Schule kauft, dann hat man ja immer die Möglichkeit des Rabattes über den Schulaccount, sodass man häufig, also ich glaube, bei den Wimmelbüchern tatsächlich sogar 50% sparen kann, wenn man 20 Lizenzen auf einmal kauft. Alternativ machen viele Schulen, bei uns ist auch so, dass sie einzelne Apps kaufen und die dann auf den iPads flexibel verschieben, wenn man mit einem Managementsystem arbeitet. Danke für die Frage. Also wie gesagt, immer gerne rein. Einfach fragen, dann haben wir das immer gleich mitgeklärt. Das sind also diese Wimmelbuch-Apps. Also eine schöne Möglichkeit, Sprechanlässe zu fördern. Es geht also hier wirklich nicht darum, Schülerinnen und Schüler abzustellen. Hier ist das iPad, viel Spaß mit der Wimmelbuch-App, sondern Sprache muss initiiert werden. Und das ist ein guter Anlass und hochmotivierend. Kann man übrigens auch gut übertragen. Also auch das eine schöne Möglichkeit, wenn man mit einer größeren Gruppe arbeitet, dann das zum Beispiel am Beamer anzuschließen oder wer ein interaktives Board in der Klasse hat oder ähnliches, kann man das iPad ja auch durchaus verbinden und dann das ja, deutlich größer auch darstellen, sodass alle Schülerinnen und Schüler da auch einen Blick drauf haben. Oder einzelne Grüppchen erkunden lassen. Jeder hat eine andere App und die erzählen dann jeweils davon. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ja, dann gibt es so eine ganze Reihe Bücher oder auch Apps. Auch die sind kostenpflichtig tatsächlich, bis auf die Pixi-Apps. Die sind fast alle kostenfrei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die hier ist auf jeden Fall kostenfrei. Die anderen sind kostenpflichtig von den verschiedensten Verlagen. Der Oettinger Verlag hat einige rausgebracht. Die verändern sich tatsächlich auch immer mal wieder. Es werden einige wieder rausgenommen aus dem App Store, dann kommen sie wieder rein. Ich glaube, Lindberg habe ich heute Morgen nicht gefunden. Also wer jetzt gerade Lindberg sucht, die sind gerade rausgenommen. Aber der kleine Pirat ist zum Beispiel drin. Es gibt weitere. Also ich gebe immer gerne einfach Oettinger ein. Dann habe ich einmal so einen Überblick, welche ja, interaktiven Bücher da gerade zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch noch weitere Anbieter, also hier zum Beispiel die große Wörterfabrik. Ich bin ja ein totaler Fan sowieso von Bilderbüchern, auch in der Realität. Ich habe hier übrigens gerade eins liegen, am Tag, als Saida zu uns kam. Heißer Tipp, ganz tolles Buch.
Nur mal so am Rande. Also wie man merkt, da bin ich totaler Fan von, auch in analoger Form. Und ich möchte natürlich auch meine Schülerinnen und Schüler begeistern von Bilderbüchern, von Geschichten, vom Erzählen. Das bringt Spaß und das ist spannend. Und auch da ist manchmal ein Medium zu nutzen eine gute Möglichkeit. Und zwar an verschiedensten Stellen. Also zum einen, um sie überhaupt erstmal zu motivieren, um sie ranzuführen, auch gerade Schülerinnen und Schülern, die aus Haushalten kommen, wo Bücher nicht so relevant sind, ist das eine gute Möglichkeit, aber auch, um Schülerinnen und Schüler eine Geschichte selbstständig nochmal nachvollziehen zu lassen. Tendenziell arbeite ich mit der Methode dialogisches Bilderbuch lesen, also dass man schrittweise sich ein Bilderbuch erarbeitet. Das geht auch sehr gut mit digitalen Formaten, aber danach ist es gut, wenn dieses Bilderbuch quasi einmal erarbeitet ist, wenn wichtige Begriffe geklärt worden sind, wenn ungefähr die Geschichte verstanden worden ist, dann ist es bei vielen Schülerinnen und Schülern unglaublich wichtig, das nochmal nachzuhalten, also dran zu bleiben, das nochmal zu generieren und noch, sich nochmal anzuhören, ganz in Ruhe. Und das ist das Schöne an der digitalen Form von Bilderbüchern, dass ich die Möglichkeit habe, hier eben drauf zuzugreifen, denn die sind meistens auch vertont. Ich kann also mich immer entscheiden zwischen einer geschriebenen Form des Bilderbuches oder eben einer vertonten Form. Und da würde ich jetzt auch gleich direkt einmal eins zeigen. Der Ton wird jetzt immer nicht übertragen. Also bei einigen ist es so, dass da wirklich dann auch, ja, wie soll ich sagen, Ton zu hören ist, den kann man eigentlich bei den meisten Bilderbüchern auch ausschalten. Hier habe ich jetzt einmal die kleine Wörterfabrik angezeigt, also auch wirklich eine schöne App. Hier hat man eben in den Einstellungen auch die Möglichkeit, jetzt beispielsweise die Texte auch auszuschalten, dass man nur über die Bilder spricht. Das mache ich sehr gerne beim dialogischen Bilderbuchlesen, dass die Schülerinnen und Schüler gar nicht erst den Text vorweglesen, sondern dass sie erstmal ins Erzählen kommen, nur das Bild angucken und überlegen, was passiert hier gerade, was könnte das sein. Und dann gibt es aber eben auch die Möglichkeit, das sieht man hier unter Sprache und auch Sounds, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also bei Sprache wird der Text vorgelesen und bei Sounds hört man dann immer so Umgebungsgeräusche. Auch das sehr interessant. Also man kann zum Beispiel auch nur das Bild zeigen und die Sounds anzeigen lassen und die Schülerinnen und Schüler sollen dann überlegen, was könnte hier passieren, was passiert als nächstes, was wird auf der nächsten Seite passieren und so weiter. Genau. So, und dann blättert man sich eben durch dieses Buch hindurch. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Tolle Geschichte, falls ihr das nicht kennt. Gibt es wirklich als analoges Bilderbuch oder eben hier auch in der digitalen Variante. Das ist so toll. Auch hier gibt es so eine kleine Interaktion. Manchmal, wenn man irgendwo drauf tippt, dann passiert auch was. Das ist nicht immer der Fall. Mal kurz überlegen, bei welchem Inhalt das jetzt noch der Fall ist. Ne, sieht man jetzt hier auf der Seite gerade nicht. Aber es gibt eben einige, wo dann auch wirklich etwas passiert, wenn man drauf tippt. Und genau, das als ein Beispiel, die Wörterfabrik. Vielleicht noch ein zweites. Meinetwegen der kleine Pirat, also hier vom Oettinger Verlag noch. Carlsen ist auch ein Verlag, der noch einige Bücher zur Verfügung hat. Da kann man überall in jedem Fall auch mal reingucken. Und ich finde, das bietet sich einfach an. Also es ist sehr unbewegt. Auch hier, man kann irgendwo drauf tippen, dann streckt sich der kleine Pirat. Und auch hier habe ich eben diese Einstellungsmöglichkeiten. Beim Oettinger Verlag ist es sogar so, dass man hier so einen Audiorekorder hat. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können die Geschichte auch selbstständig erzählen. Und das ist ein ganz toller Effekt. Macht das mal. Denn gerade wenn man sie so ein bisschen hingeführt hat und jeder Schüler vielleicht auch nur eine Seite beschreibt, also nicht die ganze Geschichte gleich auf einmal, ist das für die Schülerinnen und Schüler einfach ein toller Effekt, nachher im Erzählkreis beispielsweise das vorzuzeigen, das iPad mitzubringen, zu zeigen, guck mal, ich habe hier einen Teil der Geschichte weitererzählt oder aufgenommen oder wie auch immer. Und dann kann man den Schülerinnen und Schülern aus der Runde Feedback geben. Mir hat besonders gefallen, dass du so schön laut und deutlich gesprochen hast oder mir hat besonders gefallen, dass du beschrieben hast, was auf dem Bild zu sehen ist. Also da kann man ja auch Kriterien mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam entwickeln. Genau, wie gesagt, da gibt es verschiedene zu. Eine weitere Sache, die quasi unabhängig vom iPad ist, das erwähne ich immer sehr gerne so in Bezug auf Literacy, gerade wenn man möchte, dass die Schülerinnen und Schüler da auch eigene Erfahrungen sammeln. Eine Alternative ist auch dieser Anybook Reader. Also das ist einfach eine Variante dazu, wenn man das dann
in diesen Übergang kommt und sagt, so, das iPad, damit hat das gut funktioniert. Wir wollen jetzt auch mal gucken, mit den Bilderbüchern auch wirklich zu arbeiten, im nächsten Schritt oder parallel dazu oder wie auch immer. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, mit so kleinen Aufkleberchen das zu vertonen und die Schülerinnen und Schüler können sich dann einzelne Texte auch selbstständig abhören. Einfach nochmal eine andere Variante. Und es bietet sich alles an. Also da muss man einfach gucken, was passt jetzt gerade bei den jeweiligen Schülerinnen und Schülern ganz gut. Also hier die verschiedenen Apps zum Thema Geschichten, Bilderbücher und Co. Es gibt auch zwei Anbieter, bei denen das möglich ist, ja, also wie soll ich sagen, auf mehr Bilderbücher zurückzugreifen. Eine kostenfreie Variante gibt es im Internet, also gar nicht auf dem iPad, sondern im Internet zu finden. Das Amira Lesen, man könnte schon fast sagen, das ist ein alter Hut, aber ich finde, sie sind immer noch aktuell und toll. Das sind kostenfreie Bücher. Ich switche hier einmal kurz in meinen Browser. Hier habe ich mal ein so ein Buch aufgerufen, gerade für den Bereich Deutsch als Fremdsprache, eine schöne Sache. Hier sieht man also das Buch und ich habe die Möglichkeit, dieses Buch nur als Bilderbuch anzuzeigen. Auch hier wieder ein Sprach- oder Sprechanlass für die Schülerinnen und Schüler, das erstmal ohne Text zu erleben, erstmal gucken, was passiert auf den Bildern. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, das eben in anderen Sprachen anzuzeigen. Die Auswahl ist nicht so groß, aber es sind ein paar wichtige Sprachen dabei, die ich häufig genutzt habe. Also Italienisch habe ich wirklich noch nie benutzt. Aber sehr, sehr häufig Türkisch und auch Russisch und auch Arabisch. Wenn es passt in der Klasse, in der man da gerade eingesetzt ist, und Schülerinnen und Schüler mit so einem fremdsprachigen Hintergrund sind zu den Sprachen, die hier jetzt gerade benannt sind, dann ist das wirklich ein toller Effekt. Und ich habe es auch immer wieder erleben dürfen, dass die Schülerinnen und Schüler es mit nach Hause genommen haben. Ich habe dann so einen QR-Code mit nach Hause gegeben, sodass sie dann auch die Möglichkeit hatten, auf diese vielen, vielen Bücher mit ihren Eltern zurückzugreifen und dann wirklich auch in ihrer Sprache oder in der Sprache der Eltern, je nachdem, diese Bücher auch lesen zu können. Also hier eine ganz große Auswahl, gibt drei verschiedene Lesestufen, wobei man nicht zwangsläufig sich an die Lesestufen halten muss, denn man kann es ja auch wirklich als Bilderbuchvariante zum Erzählen auch verwenden. Also alter Hut, aber immer noch gut. Amira. Eine zweite Sache ist Polylino, das ist kostenpflichtig. Also Amira kostenfrei, Polylino kostenpflichtig, aber wunderbar. Ein schwedischer Anbieter. Und man sieht hier schon, ich finde ja, die kleine Hexe, das ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Hier sieht man das schon abgebildet. Die haben wirklich ganz tolle Bücher, auch aus dem schwedischsprachigen Raum, eine ganze Reihe Bücher mitgenommen. Ich kann da ja einmal hin switchen. Ich muss einmal gucken, ob ich das schon offen habe hier. Ich glaube, ich hatte das auch schon geöffnet. Genau, hier habe ich sogar schon ein Buch aufgerufen. Hier sieht man das Buch Der Affe Fein. Und hier sieht man oben auch schon die Einstellung. Das sind die ganzen Sprachen, die da hinterlegt sind. Das heißt, ich kann dieses Buch wirklich in den verschiedensten Sprachen aufzeigen. Also, Moment mal. Genau, also wenn ich das, wird man jetzt nicht hören. Aber es ist eine Übersetzung hinterlegt, in diesem Fall dann eben auf Griechisch. Also eine schöne Möglichkeit, um mit den Schülerinnen und Schülern hier gemeinsam zu arbeiten. In den verschiedensten Sprachen. Man sieht hier jetzt auch ein bisschen mehr Auswahl. Auch hier kann ich Lesezeichen hinterlegen und habe auch Möglichkeiten, auf einen wirklich großen Pool zurückzugreifen. Das ist hier der Vorteil, finde ich. Die anderen Apps, die sind an einigen Stellen ein bisschen liebevoller umgesetzt, ne? Also die kleine Wörterfabrik, weil es so wirklich sich so ein bisschen bewegt und das ist alles sehr ästhetisch gemacht. Hier sind die Bilderbücher wirklich als Bilderbücher abgebildet. Das hat auch unglaubliche Vorteile an vielen Stellen und man hat vor allem also wirklich eine wahnsinnige Auswahl. Ja, ich scroll mal hier so ganz unauffällig durch. Aber es ist eben kostenpflichtig. Bei Polylino ist es so, dass man das auch als Schule anschaffen und kaufen kann. Und dann gibt es die Möglichkeit, auch eine Lizenz an die Eltern dann kostenfrei rauszugeben, sodass die Eltern dann auch mit den Kindern zu Hause auf diesen Account zugreifen können, um sich dann Bilderbücher oder Bücher anzugucken oder sie zu lesen oder wie auch immer.
Genau, es sind dann allerdings in dieser Variante für die Eltern nicht alle Bücher enthalten. Das hat irgendwie was mit den Lizenzen zu tun, habe ich mir von denen erzählen und sagen lassen, dass sie nicht mit allen Verlagen diese ganz offene Lizenz vereinbart haben, sondern nur für den schulischen Nutzungsbereich wurden einige Bücher freigegeben. Dennoch sind es so viele, dass man wirklich damit gut auch mit den Eltern dann arbeiten kann. Also was auch schön ist, ist, man sieht es ja hier schon, hier habe ich jetzt die Aufteilung nach den verschiedenen Inhalten. Hier wird auch nochmal unterteilt, was auch auf Antolin zu finden ist, beispielsweise. Also hier ist so eine Vernetzung zwischen einzelnen ja, digitalen Angeboten zu finden, ist natürlich auch großartig. Und in den Sprachregalen kann ich hier auch sonst nach Sprache organisieren. Also nicht alle Bücher sind in allen Sprachen zur Verfügung. Ich kann hier einfach meine Sprache raussuchen und kann dann eben da dementsprechend drauf zugreifen. Oder ich gehe hier auf die Kategorien. Hier habe ich dann so eine grobe Alterseinstufung, erste, zweite, dritte, vierte Klasse oder alternativ hier eben nach Inhalt. Auch das ja an vielen Stellen relevant, denn wir wollen ja auch in Bezug auf die Motivation nach Inhalten differenzieren für die Schülerinnen und Schüler. Gerade wenn sie zum Beispiel einfach ein Buch lesen sollen oder wollen und das dann den anderen vorstellen sollen, ist natürlich toll, wenn es etwas auch ist, was ihrem Interesse entspringt, weil sie dann natürlich viel motivierter sind, das Buch dann zu lesen. Polilino. Wie gesagt, kostenpflichtig. Ich kann zu den Kosten nicht sagen. Bitte einfach googeln oder die ansprechen. Das ist irgendwie abhängig von der Größe der Schule und so weiter. Also da kann ich jetzt keinen Überblick geben, wie das für die einzelne Schule aussieht. Da einfach dann direkt einfach mal anfragen. Amira, wie gesagt, kostenfrei. Darf ich kurz noch Mehrsprachig. einmal unterbrechen? Und Unbedingt. zwar ist hier gerade eine Frage gekommen, ob Amira und Polino auch auf Windows, iOS, auf sämtlichen Plattformen funktionieren oder ob das wirklich nur für die iPads zu Ja, nutzen ist. super Frage, vielen Dank. Das passt gut. Also Amira ist im Browser zur Verfügung. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Webseite. Das kann man von überall abrufen, also egal von welchem Endgerät. Bei Polilino bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall als iPad-App. Das ist die, die ich gerade gezeigt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, also die kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die sich nur auf die iPads fokussiert haben. Das wird sicherlich auch für andere zur Verfügung stehen. Ich habe es selber noch nirgendwo anders bisher genutzt. Aber ich bin mir also fast zu 100% sicher, dass das nicht nur für iPads sein kann. Vielleicht einfach mal auf die Webseite gehen, da kann man das bestimmt ganz schnell rausfinden. Kann ich jetzt so spontan nicht beantworten. Genau, dieser Home Access, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da voraussetzt, dass die Eltern zu Hause dann ein iPad zur Verfügung haben müssen. Da würden wir dann doch ja in Bezug auf Inklusion wieder eine ganze Reihe Schülerinnen und Schüler ausschließen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also da wird es einen Zugang geben, ganz sicher. Genau. Da braucht man diesen Home Access, findet man auf der Webseite übrigens auch. Prima, danke für die Frage. Genau, also das ist Polilino und überhaupt Bücher und Co. Eine weitere Sache möchte ich nur anteasern, aber ich will sie nicht auslassen, weil mir das sehr viel Freude bereitet hat in der letzten Zeit. Das ist die Arbeit mit kleinen Robotern. Man denkt immer, puh, Roboter und Sprachbildung, das hat wirklich gar nichts miteinander zu tun. Das ist nicht der Fall. Ich bin wirklich Fan von diesen kleinen Robotern, die man ja eigentlich ursprünglich auch dafür nutzt, um so diese ersten Programmierkenntnisse zu erwerben. Das ist ja auch tatsächlich der Fall. Aber links sehen wir hier den BeeBot. Das ist ein kleiner Bienenroboter, der fährt. Also da braucht man kein iPad zu, sondern der fährt einfach, indem man hier diese Tasten nutzt, also ihn programmiert. Hier sieht man zum Beispiel eine kleine Farm, wo er herumlaufen kann. Also super für den Wortschatz zum Beispiel geeignet. Das ist eine Vorlage, die man auch kaufen kann. So eine Bauernhofmatte. Ich habe die nicht gekauft. Ich baue mir sowas selbst. Nicht, dass ich jetzt die super Grafikerin bin, um Gottes Willen. Ich habe mir im Baumarkt diese kleinen Felder, die man hier ja sehen kann, zuschneiden lassen als kleine Holzplatten.
Und da lege ich einfach kleine laminierte Bildchen drauf. Das heißt, ich bestücke diese einzelnen Holzplatten entweder mit einer, also mit so kleinen, ja, Figürchen, also hier mit den Kühen oder mit einem Baum oder einem Pferd oder hier den kleinen Entchen oder. Also je nach Thema natürlich, das ist jetzt hier ein Bauernhofthema, man kann das genauso gut mit einem Supermarkt oder mit irgendeinem Thema, was gerade im Unterricht auch relevant ist, machen. Und gerade für die Wortschatzförderung ist es ganz hervorragend, denn die Schülerinnen und Schüler kann man zum Beispiel, wenn man jetzt im Supermarkt ist, einkaufen schicken. Das heißt, die Biene soll einkaufen, die bekommen eine Einkaufsliste in die Hand und ich habe dann hier auf den Feldern verschiedene Dinge hinterlegt, also Bananen und Birnen und so weiter. Und die Schülerinnen und Schüler müssen dann zu zweit eben diesen Einkaufsprozess vollziehen, am besten natürlich noch mit der Fragestellung: Guten Tag, ich hätte gerne Bananen und so weiter, sodass man da eben auch Sprachbildung betreiben kann. Das ist hochaktivierend, bringt total viel Spaß. Programmierung funktioniert so, dass die wirklich immer, wenn sie jetzt hier zu den Ziegen fahren wollen und die Biene hier vorne auf dem ersten Feld sitzt, dann muss man wirklich erstmal zweimal diesen Knopf nach vorne drücken, eins, zwei, und dann landet diese Biene dort direkt. Und auch hier Richtungen hat man, die man mit den Schülerinnen und Schülern üben kann. Und man lernt natürlich eben auch diese ersten Programmierkenntnisse. Beim Ozobot, der ist ein bisschen, also sehr klein, so in etwa, der ist ein bisschen, ja, von der Handhabung nicht ganz so robust wie so ein Bebot. Der kann mal runterfallen und da macht mit dem passiert wirklich nichts. Das ist ein Plastikspielzeug, könnte man fast sagen, ja, wenn es kein Roboter wäre. Kann man also gut für kleinere Schülerinnen und Schüler nutzen. Ich habe es in der Kita schon eingesetzt, also es ist wirklich von Anfang an möglich. Beim Ozobot ist es so, den würde ich eher mit etwas älteren Schülerinnen und Schülern einsetzen oder mit welchen, die irgendwie haptisch ganz geschickt sind, Sachen vielleicht nicht mehr so auf den Boden werfen. Auch der kann runterfallen, ist mir alles schon passiert. Keine große Katastrophe, aber der ist insgesamt etwas kleiner und filigraner. Der fährt, indem man mit einem Stift ja, Farben zeichnet. Also mit dem schwarzen Stift kann ich eine Linie zeichnen und der kleine Ozobot fährt dann dieser Linie hinterher und mit verschiedenen Farben kann der dann Farbcodes auslesen und wenn ich einen Farbcode habe, dann dreht er sich zum Beispiel im Kreis oder fährt wieder rückwärts oder macht so kleine Sprünge oder ähnliches. Das sind Dinge, die man hier einprogrammieren kann. Und hier können Schülerinnen ihre eigenen Welten konstruieren, entweder mit kleinen Bildern, die man ausdruckt und die sollen sie dann selber auf so einem A2-Papier zum Beispiel anordnen oder indem sie es selbst zeichnen. Da sind schon die wunderschönsten Dinge entstanden. Ich habe mit Schülerinnen und Schülern schon einen Zoo bauen lassen. Da ist dann der kleine Ozobot durch den Zoo gefahren und da haben wir dann verschiedene so Sprechanlässe eben auch genutzt. Wagt euch mal daran, das ist echt eine tolle Sache. Die Schüler sind so aktiviert und meistens denken sie sich irgendwelche Namen für diese kleinen Viecher aus. Also es ist wirklich eine schöne Sache, um Sprachförderung zu betreiben. Ja, das hier ist noch ein kleiner Tipp am Rande. Zwischendurch mal bei Planet Schule vorbeigucken, denn für den Bereich Deutsch als Zweitsprache gibt es hier ganz tolle Videos, die dort hinterlegt worden sind. Deutsch mit Socke nennt sich das. Hier ist ein Video, das wirklich so ganz am Anfang eingesetzt werden kann. Eignet sich nicht nur für Deutsch als Zweitsprache, sondern es gibt eine ganze Reihe Videos, die sich wirklich für alle Schülerinnen und Schüler, gerade für Wortschatzförderung, aber auch für Syntax beispielsweise, sich eignen. Viele, viele unterschiedliche Videos. Das Schöne ist, diese stehen frei zur Verfügung. Man darf sie runterladen, man darf sie irgendwo einbetten in eine Lernplattform oder ähnliches. Und sie sind wirklich sehr kurz, sieht man ja hier, ne? 2 Minuten 16. Guckt da mal rauf. Das sind kleine Einheiten, die man als Sprechanlass sehr, sehr gut nutzen kann, die dort kostenfrei eben zur Verfügung stehen. Ja, und da sind wir dann auch schon im Bereich Wortschatz angelangt. Da habe ich eine ganze Menge mitgebracht. Ich werde jetzt über zwei, drei Sachen so ein bisschen rüberspringen, also relativ schnell. Das kann man sich nachher in der Präsentation nochmal angucken, damit ja, wir alles uns nochmal insgesamt anschauen konnten. Also eine Sache, da will ich eben nur darauf hinweisen, dass das ein wichtiges Medium ist. Das sind Bilder im Internet. Ich möchte Schülerinnen und Schüler gerade im Bereich Wortschatz, also Semantik, Lexikon, immer wieder dazu befähigen, dass sie selbstständig auch dazu in der Lage sind, sich Wortschatz zu erarbeiten. Das heißt, sie müssen erstmal lernen, nach Wörtern zu fragen. Also eigentlich müssen sie vorher noch erkennen, dass sie Wörter nicht wissen oder nicht zuordnen können. Das ist eigentlich die erste Stufe. Dann
dann müssen sie auch lernen, danach zu fragen oder selbstständig zu suchen, also dann zum Beispiel im Internet das einzugeben. Und ich finde, eine sehr gute Möglichkeit, um auch Wortschatz ja, zu vertiefen, ist diese Webseite Find das Bild. Da kann man dann zum Beispiel Hund eingeben und man sieht schon, man bekommt dann nicht nur ein Bild von einem Hund, sondern eben von unterschiedlichsten Hunden angezeigt, sodass die Schülerinnen und Schüler eben auch diese Form von Kategorisierung lernen können. Das ist also eine Lernstrategie, um sich selbstständig Wortschatz zu ereignen. Diese Lernstrategie wird manchmal natürlich nicht funktionieren. Es gibt Wörter, die gibt man dort ein und da gibt es dann keine ausreichende Zuordnungsmöglichkeit, sodass es dann nicht passt oder inhaltlich nicht ganz korrekt ist. Das kommt natürlich vor, aber auch das sind Strategien, müssen immer besprochen werden mit Schülerinnen und Schülern. Es gibt immer Grenzen von Strategien. Ne? C-Strategie ist eine ganz wichtige Strategie in Mathematik, hat aber auch Grenzen. Irgendwie ab 10, 20 zählt sich das nicht mehr so wunderbar. Und so ist es natürlich auch bei Wortschatzstrategien ganz genauso. Dann der Bereich, wie kann ich eigentlich Wortschatz auch trainieren? Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier mal Kreuzwort-Rätsel mitgebracht, eine Webseite, wo man so Kreuzworträtsel erstellen kann, um Wortschatz nachzuhalten. Das ist nur eine Übungsform von ganz, 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 ganz vielen Übungsformen, um Wortschatz immer mal wieder abzurufen. Gerade wenn man eine Unterrichtseinheit geplant hat, ist es immer gut, als Lehrkraft vorher zu gucken, was könnten hier Wörter sein, die für die Schülerinnen und Schüler besonders schwierig sind. Welche Wörter muss ich besonders beachten, vielleicht auch nochmal individuell für einzelne Schülerinnen und Schüler. Einige brauchen bestimmte Wörter nochmal mehr erklärt als andere beispielsweise oder müssen sich die selbstständig erarbeiten. Und dafür würde ich dann eben so inhaltliche Übungen zusammenstellen. Eine schöne Möglichkeit ist übrigens auch Learning-Apps. Da kann man ganz viele vielfältige Übungen erstellen oder Bitsboard. Das Learning-Apps ist eine Webseite, kostenfrei im Netz, während Bitsboard eine iPad-App ist, wo man auch sehr vielfältige Übungen erstellen kann. Hier aber, wie gesagt, einfach nur das Beispiel, ein Kreuzworträtsel, aber es gibt viele, viele weitere Übungen, um Wortschatz immer und immer zu wiederholen. Also das darf man einfach nicht vergessen. Eine Erklärung genügt nicht, damit die Wörter gut verankert werden, sondern sie müssen immer wieder vorkommen, sie müssen mit Bedeutung gefüllt werden, sie müssen vielleicht auch mit mehreren Sinnen erfasst werden. Und da sind wir dann natürlich weg von der Digitalität, aber es ist eben auch gut an einigen Stellen, die Schülerinnen und Schüler einfach wiederholen zu lassen, den Wortschatz wiederholen zu lassen. Hier noch ein weiteres Beispiel für Wortfelder. Da eignen sich Wortwolken, die nutze ich sehr gerne. Kann man einfach mal Wortwolke auch im App Store eingeben. Da gibt es verschiedene. Die hier sind jetzt im Internet erstellt worden. Wortwolken.com ist eine Webseite, die man nutzen kann oder Wort Art.com, alles zusammengeschrieben. Da kann man, habe ich jetzt diese beiden Wortwolken erstellt. Gerade im Grundschulbereich muss man immer gucken, ob man die Schrift noch ändert. Also ich habe jetzt hier eine Schrift ausgewählt, die Schülerinnen und Schüler eben im Grundschulbereich aufgrund dieses üblichen A's dann auch wirklich hoffentlich lesen können. Finde ich immer sehr ungünstig, wenn das die Schriften sind, die wirklich deutlich schwieriger sind. Das muss man dann so von Kind zu Kind entscheiden. Wofür nutzt man das? Man kann es zum Beispiel nutzen, um die Schülerinnen und Schüler selber Wörter sammeln zu lassen. Es bringt ganz viel Spaß für die auch, also ne, einfach so eine Wortwolke zu erstellen. Welche Wörter hatten wir denn hier eigentlich in dieser Unterrichtseinheit? Welche Wörter waren besonders wichtig beispielsweise? Und das können Sie dann selber sammeln und sich vielleicht auch in Ihre Mappe kleben oder irgendwo festhalten und abspeichern oder ähnliches. Die gibt es übrigens auch bei KidsBlog. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das schon kennt. Kids.blog einfach mal eingeben. Achtung, bei Kids bitte mit T schreiben. Und da kann man hier unter Tools ganz viele tolle Tools finden. Und unter anderem gibt es hier auch diesen Wortwolkengenerator. Und da kann man auch so eine Wortwolke generieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man aber auch das als Diagnostik nutzen. Man kann hier nämlich auch einen ganzen Text einfügen. Und wenn ich jetzt mal mir hier einen Text nehme, nehmen wir mal das Eichhörnchen von meinetwegen von Wikipedia und ich nehme diesen Text und kopiere den einfach mal. Das sollen die Schülerinnen und Schüler meinetwegen lesen und den setze ich jetzt hier mal in, nicht so einfach anzusteuern, hier bei KidsBlog rein, also einfach den gesamten Text hier reinhauen. Und dann klicke ich auf Erstellen und dann werden alle Wörter, die in dem Text vorkommen, hier angezeigt, aber
Die Wörter, die besonders häufig vorkommen, werden hier größer geschrieben. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, irgendeinen Text, der mir digital zur Verfügung steht, als Lehrkraft hier reinzusetzen, um dann zu gucken, welche Wörter kommen hier eigentlich wirklich besonders häufig vor in dem Text und welche muss ich vielleicht vorentlasten für die Schülerinnen und Schüler. Es hat also zwei Effekte. Einmal, dass die Schülerinnen und Schüler entweder selber so eine Wolke basteln können mit Wörtern, die ihnen einfallen, die sie oben einfach eintragen ins Feld. Oder ich kann damit Texte analysieren, um zu gucken, welche Wörter hier besonders häufig vorkommen. Übrigens wurden Wörter hier ausgeschaltet. Das kann man aber auch wieder einschalten, wenn man möchte. Ich habe jetzt nur Nomen, Adjektive und Verben genutzt. Wenn ich das wegnehme und auf Erstellen klicke, sieht man, dass hier dann auch solche Wörter wie und, der, die, das und so weiter auch groß geschrieben werden, die vielleicht also für den Schreibprozess und Leseprozess wichtig sind, aber vielleicht nicht unbedingt für den Bereich Wortschatz, wenn man davon ausgeht, dass die Kinder und höchstwahrscheinlich dann auch kennen. Also kids.blog als Tipp für die Wortwolke. Ja, dann kommen wir in den Bereich, wie kann ich vielleicht auch Wortschatz darstellen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu beschriften. Ich kann Fotos einfügen, ich kann zum Teil direkt im iPad Fotos beschriften. Es gibt eine App, die ich besonders gerne mag. Das ist Anode 8, so nennt die sich. Genau. Die habe ich hier schon mal aufgerufen und auch ein Foto eingefügt, das ich gerne beschriften möchte. Hier wurde ein kleines Haus gebaut mit Lego. Und was eben schön ist an dieser App, also ich kann zum einen eben natürlich Text hinzufügen und das Bild beschriften. Ich kann auch hier mit diesem kleinen Pixel-Tool Bereiche verpixeln, wenn die Hand jetzt hier nicht sichtbar sein soll, also zum Beispiel Augen, Gesichter oder ähnliches. Das ist besonders schön. Was ich aber besonders gut finde an dieser App, ist die Lupenfunktion. Da kann ich nämlich ein Bild so verändern, dass ich eine Sache, die sehr klein ist, zum Beispiel der Würfel hier unten, der ist ja wirklich relativ klein, den kann ich hier in Größe anzeigen und auch so ein bisschen an die Seite ziehen und habe dann die Möglichkeit, da noch eine Beschriftung hinzuzufügen. So, zum Beispiel so, der Würfel. Wichtig immer Artikel mit dazu benennen. Das hier als eine Möglichkeit für eine Beschriftung. Natürlich kann ich die Größe der Schrift noch verändern und auch die Schriftart und die Farbe. Weiß ist jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig. Also da gibt es natürlich noch Einstellungsmöglichkeiten. Aber das finde ich eben sehr schön. Also in Bezug einer Detail-Ganzes-Beziehung habe ich die Möglichkeit mit meinem iPad über diese App Anode 8 als ein Beispiel. Es gibt viele Fotobearbeitungs-Apps, die man nutzen kann. Hier finde ich eben diese Lupenfunktion besonders schön, einzelne Dinge beschriften zu lassen. Und das könnte man die Schülerinnen und Schüler eben auch selber tun lassen, um ihren Wortschatz dann auch zu festigen und festzuhalten und zu erweitern. Kindersuchmaschinen, auch nochmal ein wichtiger Bereich, gerade für den Bereich Wortschatz. Wie schaffe ich das, dass ich auch Texte auswähle, die Schülerinnen und Schüler auch schon lesen können? Wenn sie selbstständig recherchieren, ist mein Tipp einfach auf Kindersuchmaschinen zurückzugreifen. Frag, findest nur eine von denen, gibt noch viele weitere, blinde Kuh zum Beispiel. Die Schülerinnen und Schüler darauf zu verweisen. Ich mache das zum Beispiel auch gerne, indem ich so einen QR-Code im Klassenraum hänge und diesen QR-Code können die Schülerinnen und Schüler sich einfach abscannen mit dem iPad, sodass sie dann relativ schnell hier bei diesen Apps auch angelangt sind. Darf ich noch einmal kurz Gerne, eingreifen? Und zwar gerne. ist hier zweimal gerade gefragt worden, wie die Wortschatz-App, ob du das noch mal einmal langsam diktieren könntest. Genau, also die zur Beschriftung, wahrscheinlich, ne? Diese hier, da unten steht sie, Anode 8. Ist auch wirklich ein komischer Name. Kommt wahrscheinlich irgendwie von Annotieren oder so, weiß ich nicht genau. Da ist sie zu sehen. Die war gemeint, oder? Genau. Super gut. Sehr gerne. So, hier will ich ein bisschen springen. Das geht ein bisschen in diesen Bereich Sprachtheorie auch nochmal hinein. Wortschatzsammler, da würde ich jetzt einmal drüber hüpfen, ein paar Beispiele benannt. Und würde nochmal zum Wort des Tages kommen. Hier geht es darum, dass es auch gut ist, immer mal wieder Wörter in den Mittelpunkt zu stellen. Das kann man zum Beispiel über diese Methode Wort des Tages ganz gut machen. Also, dass jeden Tag ein Wort näher beschrieben wird und man ja zum Beispiel verschiedene Unterpunkte ritualisiert, die die Schülerinnen und Schüler zu dem Wort sich überlegen sollen. Das kann man gut im Book Creator umsetzen. Der Book Creator ist ja ein
Wie soll ich sagen, eine App. Ich habe jetzt hier die Browser-Variante geöffnet. Bitte nicht im Browser nutzen, das ist dann nicht datenschutzkonform. Nur als App benutzen. Das ist wie ein E-Book, das man erstellt. Und hier zum Wort des Tages könnte man eine Vorlage basteln. Hier ist jetzt eine gebastelt worden. Das Wort des Tages ist hier jetzt das Eichhörnchen. Und die Schülerinnen und Schüler haben hier immer die gleichen vier Felder. Die können auch noch anders sein als die, die hier jetzt zu sehen sind. Aber es ist ein Vorschlag. Hier soll zum Beispiel ein Bild eingefügt werden. Entweder zeichnen Sie selber oder es wird ein Foto eingefügt. Hier sollen Sie das Wort nochmal schreiben. Hier sollen Sie drei Sätze aufschreiben, die Sie mit dem Wort verbinden. Und hier sollen Sie nochmal erzählen, zum Beispiel über eine Sprachnachricht hier, damit Sie nicht so viel Text schreiben müssen. Woher kenne ich das Wort? Was kann man damit machen? Was ist besonders interessant daran? Und das hilft dabei, dass die Schülerinnen und Schüler sich eben diese Wörter inhaltlich auch besser merken können. Das merkt man eben daran. Und wichtig ist, gerade wenn man es in so einem E-Book sammelt, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eben auch die Wörter von den letzten Tagen nochmal aufzurufen. Man könnte am Freitag, am Ende der Woche dann nochmal sammeln, welche Wörter habt ihr denn dort gesammelt? Und es ist nicht zwingend notwendig beim Wort des Tages, dass alle das gleiche Wort des Tages haben. Es können die Schülerinnen und Schüler können sich auch in der Unterrichtsstunde selber ein Wort aussuchen, das sie vielleicht noch nicht so gut kannten, um so diese Fehlerkultur auch mit ihnen dann zu etablieren. Genau. Bereich Wortschatz abrufen. Mindmapping ist noch eine Alternative zu den Wortfeldern, die ich vorhin erwähnt habe. Dann habe ich hier den Unterpunkt Visualisierung nochmal benannt. Da hatte ich ja ganz am Anfang schon drauf verwiesen, dass ich gerade denke, bei digitalen Medien, dass Visualisierung ein ganz großer Vorteil für den Fachbereich Sprache sind. Ob das jetzt Augmented Reality ist oder 360-Grad-Darstellungen, die man von allen Seiten sich angucken kann. Und wer mag, ach so, ich kann hier gerade gar keinen Link zur Verfügung stellen, ne? Genau, das würde ich nochmal verlinken auf meiner Webseite. Eine Möglichkeit, ich habe eine kleine Sammlung erstellt. Öffne ich nochmal eben fix, damit man es einmal gesehen hat vorher, würde ich auf der Webseite als Link nochmal einstellen. Und zwar habe ich eine Sammlung zu Möglichkeiten der Visualisierung zusammengestellt. Genau. Und da sind einfach alle Webseiten, die ich besonders gut finde, mal zusammengestellt, wo man gute Piktogramme findet, gerade für den Fachbereich Sprache. Und die nutze ich dann eben entweder analog, also drucke sie aus, nutze sie als Strukturmittel im Unterricht oder eben auch digital, zum Beispiel, wenn man solche E-Books zu bestimmten ja, Wortfeldern zusammenstellt oder ähnliches, dann kann man immer sehr gut auf diese Zeichnung zurückgreifen. Übrigens gibt es auch bei KidsBlog hier unten so eine ganz tolle Piktogrammsuche. Super inklusiv, denn schaut mal, was ich, wenn ich hier Lesen eintippe, was da für Piktogramme kommen. Haha, nämlich zum Beispiel auch Braillezeile lesen oder Piktogramme lesen. Also hier ist ein breites Diversitätsspektrum mit berücksichtigt. Das finde ich ganz großartig. Also diesen kostenfrei zur Verfügung für den Bildungsbereich kann man hier also einfach nutzen. Nochmal als kleiner Tipp am Rande. Hier habe ich nochmal ein paar aufgezählt, sieht man nachher in der Präsentation. Für Übungen wäre mein Tipp nochmal auf zum Deutschlernen zurückzugreifen. Da gibt es eine ganze Reihe, nennen sich H5P-Übungen, um bestimmte Wortschatzbereiche zu üben. Hier sieht man zum Beispiel den Unterpunkt Einkaufen, Essen und Trinken. Ist ursprünglich für den DATS-Bereich gebaut worden, aber diese Übungen lohnen sich eben auch für andere Schülerinnen und Schüler, die gerade in dem Bereich lernen wollen. Hier nochmal die Abbildung von Learning Apps, auch ein Tipp für den Bereich Wortschatz zum Üben, aber auch hier kann man andere Bereiche üben, ne? Adjektive, Adverbien, Artikel und Co. Auch ein breites Spektrum. Wer Materialien für den Bereich DATS sucht, also ich habe ja gesagt, das ist heute so ein Überblick, den ich hier biete, der kann auch nochmal bei dieser Metasuchmaschine vorbeigucken, die umfassen
viele Webseiten, die kostenfreie Bildungsmaterialien zur Verfügung stellen. Und wenn man jetzt spezifisch etwas sucht, dann kann man da ja, etwas eingeben und mal gucken, ob da vielleicht jemand anderes schon ganz tolles Material erstellt hat, das man dann für seine eigene Lerngruppe anpassen kann. Ein ganz wichtiger Unterpunkt finde ich bei, in Bezug auf Inklusion, dass man auf Materialien zurückgreifen kann, denn diese Form von Differenzierung und Individualisierung, die wir umsetzen müssen in unserem Unterricht, das ist manchmal sehr herausfordernd. Umso besser ist es, wenn man dann wirklich auf Dinge zurückgreifen kann, die andere Menschen vielleicht schon mal erstellt haben. Auch hier noch ein Tipp, ein Padlet, das ich sehr schön finde, auch mit vielen Ideen rund ums digitale Lernen im Bereich DAF und DATS. Auch das eignet sich wirklich für die Sprachförderung im Allgemeinen. Da springe ich nochmal rüber. Und wer das noch nicht kennt, die Tippmal-App, wenn man im Bereich Diagnostik nochmal näher reingucken möchte. Ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, um das Sprachverstehen zu überprüfen. Das ist eine iPad-App, die ist nicht ganz billig. Wir Sonderpädagoginnen finden sie tatsächlich gar nicht so teuer. Wir kaufen ja auch IQ-Tests für über 1000 Euro. Aber die kostet 70 Euro pro App. Das ist schon viel. Aber gerade so im Anfangsbereich Klasse 1 zum Beispiel, wenn die Schülerinnen und Schüler aus dem Kindergarten kommen, aus den Kindertagesstätten, so eine grobe Sprachdiagnostik zu machen, dafür ist sie sehr geeignet, weil die Schülerinnen und Schüler diese Diagnostik selbstständig durchführen können. Es wird immer ein Begriff genannt und dann gibt es vier zur Auswahl und sie müssen dann sich entscheiden, welches Bild zu diesem genannten Begriff dazu passt. Und es gibt eine ganz tolle, sehr übersichtliche Auswertung, die man sich angucken kann. Also das auch nochmal als Tipp für den Bereich Sprache da mal reinzugucken. Die ist mit den Metacom-Symbolen gebaut, finde ich auch immer sehr übersichtlich. Und weil ich ein so großer Fan davon bin, wer mag, sollte auch sich mal damit befassen, vielleicht kleine Filme mit den Schülerinnen und Schülern zu drehen oder kleine Hörspiele zu produzieren. Wer mal einen Ausschnitt dazu haben möchte, ich habe gerade ein Projekt mit einer gesamten Grundschule zusammen durchgeführt, mit Studierenden gemeinsam. Wir haben Hörspiele entwickelt, wir haben Greenscreen-Videos gedreht, Puppet-Parts-Videos erstellt und so weiter und so fort. Der darf sich auf meiner Webseite einmal umschauen. Das ist eine andere Webseite, Achtung, also eine Projektwebseite, praxis.leaschulz.com heißt die. Und wenn man da auf Adventskalender klickt, da sieht man dann das, was wir im Dezember 2021 mit der gesamten Schule erstellt haben. Hier zum Beispiel ein Hörspiel. Man wird jetzt den Ton nicht hören. Rosa besucht die Weihnachtswerkstatt. Also das ist sozusagen hier dieser Adventskalender. Man kann überall raufklicken und überall sieht man etwas anderes, was die Schülerinnen und Schüler da produziert haben. Tut euch aus, macht es einfach nach. Das war wirklich also sehr bereichernd und das ist Sprache pur. Einfach mal reinhören, es ist faszinierend. Gerade diese Produktion von Videos, Podcasts, Hörspielen, die Schülerinnen und Schüler müssen sich immer wieder selber reflektieren. Die müssen Texte üben, auswendig lernen, ablesen, nochmal deutlicher aufnehmen und so weiter. Also es ist eine pure Sprachreflexion, die dort stattfindet und am Ende entstehen auch noch ganz tolle Produkte. Also es ist eine tolle Sache gerade für die Sprachförderung. Ja, und so vieles mehr. Ich könnte noch ganz viel reden, aber unsere Zeit ist schon am Ende. Ein Hinweis noch, es wird eine Aufzeichnung geben zu der Sitzung heute. Die ist bei YouTube zu finden, hier unter diesem Link. Wie gesagt, die Präsentation stelle ich gleich noch auf meine Webseite ein, leaschulz.com, wird man gleich auf der ersten Seite sehen. Und wir haben gerade mit vielen engagierten Lehrkräften, Pädagoginnen, Professorinnen und Co. Dieses Buch herausgegeben. Knapp 600 Seiten in der Printversion. Gibt es aber kostenfrei zum Download, also von daher kein Werbeblock zum Kaufen, sondern das gibt es auch einfach kostenfrei auf der Webseite visualbooks.com und dann inklusive Lernwelten. Auch zum Thema Sprache ganz tolle Sachen dabei. Karin Reber zum Beispiel hat da ganz tolle Artikel geschrieben und viele, viele Praxisideen, die da im Zusammenhang mit Theorie gemeinsam dargestellt werden. Also ein gutes Potpourri. Kann man vielleicht mal reinschauen. Ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass Sie in dem Portal, wo Sie sich angemeldet haben oder ihr euch angemeldet habt, hier in eurem Benutzerkonto diesen Unterpunkt Kurse findet und dort eine Umfrage findet. Wenn ihr die abgeschlossen habt, dann erscheint auch die Teilnahmebescheinigung zum Download. Und ja, wenn jetzt noch Fragen sind, gerne im Chat.
bin ich noch zur Verfügung. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Interesse und viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, dass ihr wirklich ganz viel Freude damit habt. Und ich finde, das ist so das Wichtigste gerade in der Sprachbildung, also diese Sprechfreude. Und auch das geht ganz hervorragend mit digitalen Medien. Nicht zu 100%, nur mit digitalen Medien, sondern in so einer, ja, in so einem Blumenstrauß gemeinsam. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen dazu anregen konnte, heute ja, mal ein, zwei Sachen davon vielleicht auszutesten in eurer Praxis. Also,